But she didn't tell you when the world is bright. Get down to your knees, said, I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. Cause you're there for me too. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Es ist 7.44 Uhr. Mal sehen, was unsere... Oh, es geht allen eigentlich relativ gut, wahrscheinlich, weil ich nebenbei die anderen beiden erstellt habe. Da haben wir unser Missgeschick ja ganz gut gelöst, muss ich sagen. So, was macht ihr denn gerade Schönes? Swibib. Swibib. Ha! Ihr guckt Sport, das ist ja großartig. Ihr mangelt es noch ein bisschen an Energie. Sarah, glaube ich, muss heute arbeiten. Ja, muss die. Die legt sich erstmal nochmal hin. Nee, Wäsche reinstecken. Okay. Wo reinstecken? Joe muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Wie geht's, Joe? Oh, Joe muss Pipi und duschen. Sarah, kannst du mal rausgehen hier? Macht sie? Geschirr spülen. Du könntest mal was kochen für die lieben Mitbewohner. Und zwar Pfannkuchen. So, was treibt die liebe Sarah? Ich stehe hier mal so rum und weiß nicht wirklich, was ich mit meinem Leben anzufangen habe. Du könntest dich eigentlich hier nochmal für ein Nickerchen hinlegen. So, Maui, zeig uns mal deine Kochkünste. Sieht schon mal sehr geübt aus, was du da machst. So, da wir heute mit Maui allein sein werden, denke ich, machen wir das, was sie am besten kann. Wir versuchen auf der Straße ein bisschen Geld zu verdienen. Ich war, Liebchen. Die sehen wirklich lecker aus. Jo, willst du bitte mal kurz Pipi machen gehen? Was auch immer du da gerade vorhast, zur Arbeit gehen. Nein, Junge! Joe blau macht. Ach so, der ist schon weg. Bist du sicher, dass er das tun sollte? Nee. Okay, dann. Er kann auf Arbeit auch Pipi gehen. Hast du auf, Geige zu spielen? Leg sie weg. Du wächst doch Sarah auf. Wir lassen Sarah jetzt noch ein bisschen schlafen. Oder auch nicht. Ups. Wir könnten nicht gleichzeitig. Das geht nicht. Sarah, nimmst du dir hier mal noch ein Gericht? Der arme Jo. Aber er war Pipi. Essen muss er auch was auf Arbeit. Wie sieht's bei dir eigentlich aus? 75%. Aber die Arbeitsleistung steigt. Das ist schön. Ach, ihr beide quatscht schon wieder? Meshka! Es geht wieder um düsteres Wetter und Lamas, wie immer. Warum bist du denn kokett? Zamboskiba, Zubatub, Lavazubi. Eine romantische Komödie, wie immer. Ihr guckt nie was anderes außer Sport und Romantik. Gikon, das wäre eigentlich was für Sarah. Das ist eine komische, romantische Komödie. Okay. What the fuck just happened? Fatamoy.
Soll ich vielleicht ein paar... Hey, ich habe gehört, du hast dich mit Sarah Olchen angefreundet. Sie ist ziemlich cool. Danke, Yuki. Bin wir jetzt befreundet, ja? Endlich? Na also. Muss sie gerade von Müll sprechen? Erstens räumen wir die hier in den Kühlschrank. Zweitens gucken wir mal, was wir noch so an Hausarbeit machen müssen, bevor wir auf die Straße zum Musik machen gehen können. Sie kann mal hier die ganze Wäsche in die Waschmaschine stecken. Warte, Yuki. Ich habe gehört, die Festival-Shirts sollen absoluter Hammer sein. Lass uns hingehen und eins kaufen. Jetzt noch nicht. Noch nicht, Yuki. So, Sarah ist jetzt zur Arbeit. Wir machen jetzt noch ein bisschen die Hausarbeit mit Maui. Deswegen ist sie ja hier. Und unsere Gitarre haben wir ja schon im Gepäck. Wie geht's dir so, Mäuschen? Sehr gut sogar. So, und bevor du wieder wegläufst, Wäsche waschen. Ist die Wäsche trocken? Sauber feucht. Wäsche trocknen. So. Und dann kannst du dich mal umziehen. Kleidung ausziehen. Ja, das ist das, was alle sehen wollen. Und jetzt würde ich sagen, reisen wir. Reisen. Alleine. So, und gucken uns mal hier ein bisschen um. Also wir waren schon im Schlangennest, nicht wahr? Dann gibt es noch die Solarfackel oder den Wüstenblütenpark. Ich würde sagen, wir fahren in den Wüstenblütenpark. Vielleicht können wir uns da ein bisschen Geld für unsere Brötchen verdienen, während die anderen beiden schuften gehen. Oh, hier ist viel los, das sehe ich schon mal. Das ist... Hier gibt es eine Toilette. Da drüben ist so ein kleiner Aufenthaltsbereich mit einer Bar. Hier steht auch eine Gitarre. Zum Spaß fielen. Du könntest mal zum Spaß Gitarre spielen. Das wäre mir viel lieber als mit deiner Geige. Maui? Ah. Jetzt hat sie schon wieder die Fiedel in der Hand. Spiel doch mal zum Spaß mit der Gitarre. Zeig uns doch mal, was du drauf hast. Sie spürt es definitiv. Ich noch nicht ganz, aber sie spürt es. Kannst du auch irgendwas Bestimmtes? Lied singen? Theaterdrama? Folk? Jazz? Und Pop? Ich finde, wir sollten weiter in den Park reingehen. Dafür, dass hier keine Autos gibt, ist das ein sehr interessantes Auto gewesen. Jetzt kommen auch langsam Leute hier in den Park. Komm mal her, Mäuschen. Wir gehen mal hier hin. Oh, müsstest du nicht eigentlich bei der Arbeit sein, Mister? Oh, sie geht einfach durch die... Okay. Sie geht einfach mal durch die... Ich will, dass du mal ein Lied singst. Hier. Zeig mal, was du kannst. Ich finde es schön, wie Thorsten davor versucht, sich aufs Schachspiel zu konzentrieren. Oh, er guckt zu. Hast du uns gerade Geld zugeworfen? Jetzt fühle ich mich ein bisschen schmutzig.
What the fuck, Thorsten? Carpator Mazzouli. Ja, latsch mir nur ins Bild, Mrs. Mark Golfino. Wow, das war richtig gut. Können wir nochmal so ein Lied hören? Kannst du mehr Lieder singen? Hallo, Mrs. Mach nicht Schluss, wir müssen Geld verdienen. Lieder singen, los. Schockt Thorsten da gerade etwa? Das ist ein sehr unrealistisches Bild. Oh, sie ist inspiriert. Verbesserte Klänge. Redliche Hochgefühl. Huch, da hat sie einfach mitten drunter aufgehört. Ich bin mal dafür, dass du dich mit Thorsten unterhältst. Über Nachbarn tratschen, los. Oh, sie wollte eh zu Thorsten gehen, mit Thorsten plaudern. Na, ich habe deine Gedanken gelesen, Mrs. Ja, quetsch dich einfach mit ins Gespräch rein. Hi, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, überhaupt nicht. Autos sind super. Ja, tschüss. Samba. Okay. Die wollen definitiv nichts mit dir zu tun haben. Vielleicht genau deswegen. Schön, wie sie da unterm Baum steht. Die Frau macht mich fertig mit ihrer Geige. Es sind ganz schön viele Leute unterwegs. Oh, da ist wieder Laura. Laura Mertens. Was ist jetzt? Hier ist gar nicht so viel los, wie ich dachte. Dann gehen wir doch mal woanders hin. Gucken wir mal reisen. Alleine. Wir müssen uns einen Ort suchen, wo es sich mehr lohnt zu spielen. Gehen wir doch mal nach Willow Creek. Hier gab es doch auch irgendwo zum blauen Samt Nachtclub. Da gehen wir doch mal hin. Was gibt es Besseres, als in einem Nachtclub mit der Fiedel aufzutreten? Oh, da ist sogar ein Piano. Das ist sogar noch besser. Kannst du ja auch was machen? Konzert geben. Weil inspiriert. Hier wäre die Treppenstufe gewesen. Oh, da ist sie wieder. Die Musik ist nicht schlecht hier. Oh, jetzt wird sie ausgeschaltet. Die Frau ist ein Multitalent. Aha. Dankeschön. Hat sich gelohnt, dass man sie auf die Musikschule geschickt hat. Auch wenn sie es eigentlich nicht wollte. Aha. Oh. Yes. Ach, sie sitzt und lauscht. Lade Rosa. Oh, das war's schon. Konzert vorbei. Komm, dann bestell dir doch mal einen Drink. Du hast jetzt immerhin das Geld für deinen Drink verdient. Dieser Hüftschwung. So, wen haben wir denn hier alle? What the fuck? Sehr inspiriert. Sie ist glücklich. Können wir mal über ihren Blick sprechen, wie sie uns anguckt? Oh! Holla, die Waldfee!
Wer bist du? Joffrey Landgraf. Ach, und Nancy Landgraf. Okay. Ach, sie quatscht über unseren Kopf hinweg mit ihm. Sehr unhöflich. Und Marina, aha. Ja, ja, ich weiß, er redet nicht mit mir, aber ich versuche mich trotzdem irgendwie einzubringen. Nicht? Okay, dann nicht. Ja. Okay, ignoriert mich einfach. Wer ist denn das? Thorsten. Ich glaube, er verfolgt uns. Thorsten verfolgt uns. Halt mal. Freundlich vorstellen. Ich finde, es sieht super freundlich aus. Wer ist das? Eliza Pancakes. Der Name ist Programm. Stell dich doch mal vor bei ihr. Hat's denn nicht gut? Warum musst du gerade hoch? Alles gut. Dann versuch mal ihn nochmal anzuquatschen. Vom Herzen kommendes Kompliment machen. Nach Tag fragen. Tag verschönern. Schmeicheln. Hey Thorsten, wie schick siehst du aus? Oh, schau mal. Befördert zum Umkleideaufseher. Joe wurde befördert und ist jetzt Umkleideaufseher. Juhu! Er verdient jetzt 3 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 19 Simoleons pro Stunde ergibt. Dafür würde ich nicht mal aufstehen. Er hat zudem einen folgenden Bonus erhalten. 110 Simoleons, des Sportlers Trophäenschrank. Seine nächste Schicht beginnt am Mittwoch, morgen, um 9 Uhr. Herzlichen Glückwunsch, Joe. Wie geht's dir? Oh, nicht gut. Oh Gott, Hunger und müde und... Oh, der ist komplett fertig, der Boy. Um sich kümmern. Sonst hätte ich ihn jetzt hierher geholt, um seine Beförderung zu feiern. So. Moe Quatsch, das ist schön. Neue Freunde finden es immer gut. Ich habe gesehen, du machst Sport. Ich dachte, du liegst den ganzen Tag nur im Bett. Ja, mit Videospielen. Weißt du, Thorsten ist eigentlich Maler. Beziehungsweise aber Taxifahrer, der mir erzählt, ist ganz komisch, ihn in so einer Kleidung zu sehen. Meinst du, er zeichnet so am PC? Oder malt er so richtig so Büsten und sowas? Ich glaube, er malt auch Essen und so. Ich weiß es nicht. Also Essen zu zeichnen ist doch ganz cool, oder nicht? Ich will, dass du dich mit dem anfreundest. Jabi! Ich find's lustig, wie er da rumtanzt. Kann man nicht am Telefon? Ich dachte, man könnte hier auch ein Foto machen mit Leiser. Und bevor er wegrennt, Foto machen mit Thorsten. Oh, ich dachte, er sitzt am Klavier. Ich dachte, er spielt Klavier. Und klick. Oh, wir können es selber machen. Oh, sehr schön. Ach, das ist ein schönes Foto. Warte, Elisas Kopf muss ganz drauf. So. Was ist das? Filter wählen. Voll die Instagram-Filter hier. Ah, ein bisschen heller schadet nicht. Und klick. Und wir machen noch eins, bevor wieder ein Zwerg drauf ist. Nice. Nice one. Sind jetzt mit diesen Leuten eigentlich schon mal ein bisschen befreundet? Oh, können wir mal drüber reden, wie glücklich Thorsten auf diesem Foto grinst? Hier machen wir es auch nochmal heller. Jawohl. Das ist doch süß. So, jetzt unterhalte ich noch weiter. Unterhalte ich weiter mit den beiden. Ich will, dass du mit dem befreundet bist. Klopf-Klopf-Witz. Von deinen Alben schwärmen.
Kriba from Almost. Das ist toll, dass du von da drüben mit denen sprichst. Kannst du dich nicht, könnt ihr euch nicht hier zusammen hinsetzen? Hier sitzen und plaudern. Oh nein, Jo ist nicht hier. Schade. Oh nein, Droge. Eliza findet das nicht so lustig. Wir haben wieder irgendeinen blöden Witz gerissen. So, jetzt. Über Lieblingsgeiger reden. Tag verschönern. Über Lieblingsband. Oh, das hat bei ihr nicht so geklappt, ne? Kennenlernen. Jemanden parodieren. Ups. Also, ihr seid auch gerade erst Tag gezogen. Ich trage gerne Brille und Bärte. Wer bin ich? Ein Schriftsteller? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich rede Müll, aber wie wär's, wenn wir über Autos reden würden? Autos sind super. Oder zeichnen. Oder kochen. Wieso stellt er sich so? Können wir nicht auch ein bisschen tanzen? Ja, Don ist auch mit im Gespräch. Es ist schön, dass Tanzen und Quatschen gleichzeitig geht. Tiefgründige Unterhaltung mit Thorsten. Das ist schön, wenn ihr da so nebeneinander rumwackelt. Sie setzt sich jetzt immer an den Tisch. Eno Planar. Aber sie spricht noch mit uns. Oh, Jarbin Decor. Halt die Klappe, Thorsten. Fühlt ihr den Swing hier? Thorsten dreht voll ab auf die Musik. Na? Wir wissen noch gar nicht, aus was er arbeitet. Kennenlernen. Tag verschönern. Jetzt setzt es sich wenigstens wieder zu uns. Vom Herzen kommt das Kompliment. Jemanden parodieren. Skiba, Wimpa, Wimpsklebino. Schrei gerne rum, wer bin ich? Chimere Jabin Slawfish. Eben, Star. Jabin. Ich wusste doch, ich bin die Beste im Erraten. Dasp. Espinar. Zanks. No buff. Yoba. Eschkebau Schnurz. Freund. Oh, Thorsten ist unser Freund. Ich rede gerne über mich. Ich kann dir meine Handynummer geben. Steck's einfach in die Schublade. Ich gehe gerne auf Reisen. Dramatische Geschichte. Oh, sie quatscht über uns. Er quatscht jetzt hier alles mit? Ah, sie quatscht auch mit, okay. Deswegen, er, sie, und sie geht. Und da waren überall Frösche. Das war so widerlich. Bevor die Roboter gekommen sind. Ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Märchenhaus. Oh, ist ganz schön spät schon. Geh lieber mal nach Hause. Verabschiede dich von den beiden und geh erstmal nach Hause, dann kannst du was essen. Sarah ist auch schon zu Hause. Oh, ist kühl draußen. Da, Thorsten geht auch nach Hause. Wir haben leider nicht so viel eingenommen, wie ich dachte, aber unsere beiden arbeitenden Zimmer haben schon einiges nach Hause gebracht. Ich würde sagen, wir sparen noch auf 1-2000 Simoleons und dann basteln wir uns ein Esszimmer.
Beziehungsweise wir erweitern die Küche ein bisschen und basteln uns daraus ein Esszimmer. Uiuiui, da muss jemand puschern. Dann los. Gepuschern. Oh nein. Schnell gepuschert. Aber sie ist glücklich. Auch wenn sie dringend zum Pinkeln muss. Und wie geht's euch? Oh, du siehst total unglücklich aus. Das klappt ja super. Um euch kümmern. Ich sehe das schon. Hände waschen müssen. Ja, esst erstmal. Und dann geht jeder mal aufs Klo. Und dann geht's ins Bett, meine Freunde. Och, Sarah. Bist du wahnsinnig? Warum kochst du denn? Was machst du denn? Gartensalat zubereiten. Wo hast du das her? Grillkäse. Ihr guckt euch schon wieder eine Romanze an. Ernsthaft? Könnt ihr nicht irgendwie mal irgendwas anderes angucken? Du bist nicht wirklich satt, oder? Kannst du den Teller bitte aufräumen? Stell den nicht immer irgendwo hin. Träumst du, während du Essen kochst? Und oh nein. Mann, Mo ist einen Tag nicht da. Und wir haben nicht mal was Richtiges zu essen. Sarah geht Pipi. Mach's gut. Pipi und duschen muss er und dann kannst du eigentlich... Halt, Mrs. Wir haben noch... Oh, ist nur die Wäsche fertig, ne? Der Trockner noch nicht. Du kannst trotzdem noch... Du hast immer noch Hunger. Kannst mal noch eine schnelle Mahlzeit essen. Apfelmus. Und danach kümmern wir uns noch um die Wäsche. Und dann... Der Salat ist scheinbar noch nicht so gut. Du kannst mal noch kurz duschen gehen. Und dann... Oh, schönes Lied. Dann kannst du schlafen gehen. Dann bringen wir den Tag zum Ende. Ach, jo. Ich bin traurig, aber es ist eine schöne Musik. Nein, wir wird nicht beides gleichzeitig gemacht. Hör Musik. Ja, muss leider warten, bis Sarah fertig geduscht hat. Es ist schlimm, wenn man mit zwei Frauen in einem Haus wohnt. Sarah, du kannst mal aufhören jetzt. Der Junge muss echt zum Pinkeln. Sei nicht so aggressiv, Jo. Geh Pipi. Ja, genau. Um deinen Spaß kümmern wir uns morgen. So, und du, Mrs., du isst noch deinen Apfelmus, warum auch immer jetzt hier hin? Die Frau. Nom, 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 nom. Räumst du es gefälligst auf? Aufräumen. Weglegen. So, Jo. Ja, setz dich noch ein bisschen. Setz dich noch ein bisschen am PC. Okay. Weiß schon, 12 bist du wahnsinnig. Aber seine Hygiene ist seine Energie ist ganz gut. So, du. Ausräumen und weglegen. Und dann kann man den Flusenfilter reinigen. Flusen. Ich lispel schon selber. Ausräumen und Wäsche bringen zu Trockner. Flusenfilter reinigen. Und Wäsche trocknen. So, und jetzt kannst du schlafen. Gute Nacht. Jetzt kümmern wir uns noch ein bisschen um unseren angespannten Jo. Schlechter Nachgeschmack, weil schlecht zubereitetes Essen gegessen hat. Das kommt davon, wenn du kochst, siehst du? Ach Gott. Komm, geh mal schlafen, Junge.
Das ist morgen wieder Arbeit. Ja, schlafen. So. Und damit geht wieder ein Tag zu Ende. Gleich kommt wieder der Vorlauf des Todes. Nein!